Hallo zusammen. Mein Name ist Peter Mordecai Zamori. Ich bin Arzt für Allgemeinmedizin und auch für Suchtmedizin. Ich sehe hier viele Menschen ohne Maske und dicht beieinander. Liebe Leute, nehmt es mir nicht übel, aber ich muss euch deswegen noch mal nerven. Ich bin Teil der Risikogruppe. Bitte schützt mich und schützt euch selbst, indem ihr die Regeln einhaltet. In den letzten 2 Wochen sind die Infektionszahlen in Hamburg gestiegen, noch nicht alarmierend, aber deutlich gestiegen. Und es waren Menschen zwischen 25 und 45, die sich angesteckt haben, hauptsächlich. Also die Regeln sind wichtig, weil das Virus ist und bleibt gefährlich. Aber jetzt zu meinem Inhalt. Liebe Freundinnen und Freunde der wunderbaren Pflanze Hanf. 5000 Jahre alte Kulturpflanze aus China, die Faser, luftdurchlässiger und haltbarer als Baumwolle, das Harz und die Blüten berauschend. Und ich bin der Meinung, mit Wolfgang Neskowitsch, dem Richter, der vor 25 Jahren das Recht auf Rausch verkündet hat, jeder Mensch sollte individuell entscheiden, welche Risiken er eingeht, und deswegen muss Cannabis freigegeben werden, zumindest als kontrollierte Abgabe. Dafür kämpfe ich seit über 30 Jahren und ich stehe vor euch als alter weißer Mann, der das Kämpfen noch nicht verlernt hat. Aber wir müssen auch ehrlich bilanzieren, wir waren bis jetzt nicht erfolgreich. Andere Länder machen es vor, wie Uruguay und Kanada und einzelne Bundesstaaten der USA. Warum ist es in Deutschland so schwer? Und die Antwort ist in einem Wort oder Satz, es ist das Betäubungsmittelgesetz. Daran scheitern bisher alle angedachten Modellversuche. Und um das Betäubungsmittelgesetz zu Fall zu bringen und vielleicht durch ein Suchthilfegesetz zu ersetzen, brauchen wir eine andere Bundesregierung. Und die wird in einem Jahr gewählt. Und ich sage ganz klar, grün-rot-rot ist natürlich mein Wunsch. Aber nur dann, denke ich, werden wir in diesem Punkt vorankommen. Ich will aber auch etwas Positives erzählen aus meiner Erfahrung als Allgemeinarzt. Seit 2017 gibt uns ein Gesetz die Möglichkeit, auf Antrag an die Krankenkasse medizinisches Cannabis zu verordnen. Nur bei Krebs. Das stimmt nicht. Bei vielen anderen Indikationen auch, nicht nur bei Krebs. Und ich habe inzwischen 15 bis 20 Patienten, denen ich es auf Kosten der Krankenkasse verordnen darf. Aber wir leben in einer bigotten Gesellschaft. Alkohol, Nikotin sind viel gefährlichere Rauschmittel. Und sind legal, der Staat verdient daran mit. Und die illegalen Drogen stärken das organisierte Verbrechen. Und ich denke, dass sich unter Wissenschaftlern und auch unter Politikern die Erkenntnis durchsetzen muss, dass Prohibition keine Lösung, das Strafrecht keine Lösung grundsätzlich für Konsum von Drogen sein kann. Wie ist es zu diesem Gesetz gekommen? Von einem CDU-geführten Gesundheitsministerium. Das ist eine interessante Geschichte und es hat ein bisschen gedauert, bis ich die Antwort bekam. Es ist so gewesen, dass ein MS-Patient bis zum höchsten Bundesgericht sich durchgeklagt hat und dort die Erlaubnis bekommen hat, 3, 4 Hanfpflanzen auf seinem Balkon zum Eigenbedarf anzubauen. Und daraufhin hat der damalige Gesundheitsminister Hermann Gröhe quasi einen Horrorschock bekommen und dachte, demnächst werden die Balkone in den Großstädten begrünt, und hat dieses Gesetz gemacht, um individuelle Lösungen zu verhindern. Trotzdem würde ich sagen, dass dieses Gesetz, das ist 2017
im Bundestag einstimmig abgestimmt worden von allen Fraktionen, die AfD gab es damals im Bundestag noch nicht, ist ein, sagen wir, kleiner Fortschritt auf dem richtigen Weg. Ich darf als Arzt die härtesten Opioide verordnen, wenn ich es für richtig halte. Cannabis aber nur auf Privatrezept oder auf Kosten der Krankenkasse, wenn der medizinische Dienst zugestimmt hat. Und ich muss sagen, jetzt in den 3 Jahren oder fast schon 3,5 Jahren Erfahrung ist es so, dass bei den allermeisten Patienten sich deren Lebensqualität bei chronischem Schmerzsyndrom, bei MS, bei Epilepsie, bei ADHS, es gibt eine Menge von Indikationen, wo es verordnet werden darf, wirklich deren Lebensqualität entscheidend verbessert hat. Ich sehe hier auch, ohne die Schweigepflicht zu brechen, einige meiner Patienten und ich höre von ihnen wirklich, wie ihnen die Blüten helfen. Und das ist der richtige Weg. Wir müssen dranbleiben. Und ich hoffe sehr, dass ich zu meinen Lebzeiten noch erlebe, dass jeder in der Apotheke Cannabis zum Eigenbedarf kaufen kann. Vielen Dank.